finde es immer noch am besten, wenn man einfach nur shootet. Da kriegt man sie am schnellsten tot. Komm, 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 komm. Ein bisschen mehr Pfeile. Ich brauche ein bisschen mehr Pfeile. Ich habe Eile. Ich brauche mehr Pfeile. Nice. Das war ein guter Salto. Muss man schon sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Die sind ziemlich wütend. Oh nein, ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Geh weg, Mann. Ich wollte eigentlich jemand anderes. Nein, nein, nein. Eis, 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 Eis. Danke. Ach so, der wollte nur die Dings zerstören. Oh, die Ballista. Nett, danke, Rathalos. Super gut. Hey, Radian, was geht ab? So. Mal zur Info, mein erstes deutsches Video. Wir spielen gegen Radian und Rathalos, aber Azur und Pink. Okay, ich habe das nicht kommen sehen, tut mir leid. Ist einfach so passiert. Ich wollte nur an diese Dinger ran und dann ein bisschen schießen. Das macht ziemlich viel Spaß, aber ich habe keine Ahnung. Funktioniert halt einfach nicht so, wie man will, ne? Ich glaube... Ah, ich sollte mal was essen. Okay. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal und bitte nicht nochmal sterben. Ich möchte noch den ganzen Abend überstehen. Ich möchte noch ein bisschen was sammeln, weil ich brauche nämlich ein paar Materialien. Ich will mir nämlich die blaue Rathalos-Armor machen, also die Azur-Rathalos-Armor. Bin ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich die ganzen Materialien von dem habe. Ich glaube, ich brauche sogar einen Gem oder sowas. Gefangen! Oh mein Gott. Weißt du was? Ich denke, wir machen hier Vitality Metal. Jetzt noch ein bisschen hier draufhauen. Komm schon, das geht doch, das geht doch. Ja genau, kill deine Freundin. Nice. Doch, Radian hat ihren Schwanz noch. Ich dachte gerade, er war schon weg. Oh Gott. Oh, wow, wow, wow. Okay, das ist unsere Chance, da mal ein bisschen drauf zu hauen. Wie ich gesagt habe, ist irgendwie... Ja, genau. Hallo, ich wollte mich gerade heilen. Was soll die Scheiße? Jedes Mal, wenn ich mich heilen will oder wenn ich irgendwas machen will. Naja, sowieso, der Quest ist sowieso gleich vorbei. Das werden wir garantiert nicht schaffen. Ich habe aber noch zwei Fallen, die könnte ich verbrauchen. Jo, sieht nicht so dufte aus. Aber was soll's. Den Quest gibt's öfters. Ist halt ein Scheiß-Quest gewesen jetzt. Mit der Gruppe klappt das irgendwie nicht so wirklich. Ich hab hier eine Falle. Komm, komm, komm. Okay, was jetzt? Ich habe keine Tranquilly Bombs oder wie die Dinger heißen da zum Betäuben. Machen wir das so. Ja, 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 komm, komm. Da. Geh runter, geh runter, geh runter, geh runter, geh runter. Ja. Bisschen zu weit nach hinten. Bisschen weiter vor. Komm hier. Guter Junge, komm, komm, komm zu Baba, komm. Endlich, meine Fresse, ey.
Also mehr Fallen habe ich jetzt nicht. Also wenn die haben das jetzt ziemlich verbraucht für nichts. Also ich denke, wir müssen den Quest nochmal machen. Ui. Direkt auf den dicken Schwanz, Alter. Hey, er sitzt auf ihm drauf. Gut, gut, gut. Geht der Dragonator noch? Nee, schon. Der ist weg. Ich glaube, er ist runtergefallen. Aha! Wow, ich glaube, ich war das. Mit meinem letzten Schlag habe ich ihn gerade... Ich dachte eigentlich, wir wollen ihn fangen, aber... Whatever, machen wir es halt nicht. Ein Gem wäre ganz cool, ja? Achso, und herzlich willkommen erstmal zu meiner neuen Serie. Ich habe sie Longsword Battlefield genannt, because we will fight with a longsword in the series. Yes. And now we speak English. No, no. Keine Sorge. Dieses Mal gibt es eine deutsche Serie auf meinem Kanal. Sonst mache ich eigentlich immer nur englische Videos, aber diesmal mache ich halt deutsche Videos. Ich habe mir gedacht, ich versuche das einfach mal in meiner Hauptsprache. Also ich spiele seit 2004 Monster Hunter. Seitdem halt Monster Hunter 1 auf der PlayStation 2 rausgekommen ist. Ich habe mir sogar, ich glaube, nein, nicht nur deswegen, aber auch hauptsächlich wegen dem Spiel habe ich mir eine PS2 gekauft. Ach ja, gute alte Zeiten, ne, ne, ne? Das kennt jeder. So ein riesen Arschloch. Weißt du, ich stülpe mir gleich den Gummi hier drüber und dann bin ich unverwundbar. Ja, genau, das habe ich gemeint. Diesen blöden Dreck, den der macht. Der nichts bringt, außer mich zu nerven. Aber wenigstens hat dieser eine Kerl einen Huntinghorn dabei, glaube ich. Also sein... Yep. Und ich hatte gerade mega viele Buffs. Jetzt auf einmal habe ich gar nichts mehr, außer Attack Plus. Attack Plus! Oh Gott. Nerviger geht's echt nicht mehr. Cool. Sein Begleiter heißt Bonbon. Gegen den zu kämpfen ist wirklich die größte Last in ganz Monster Hunter. Ich weiß nicht, der den erfunden hat, der sollte es nochmal überdenken, wo in der Arbeit ist. Alle anderen Monster Designs sind so cool. Und man hätte aus dem T-Rex einfach viel mehr machen können als der. Nicht so einen halb Vogel, halb T-Rex. Idiot da, der nur Feuerrotze spucken kann. Oder mit dem Hinterbein so komische Bewegung macht. Manchmal denke ich wirklich, dass er einfach leckt und hängen bleibt. Gut, ja, mach weiter so. Blöder Idiot. Ich hoffe, er geht schnell drauf. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat schon einen Schwanz. Ging aber schnell. Aber gerade teile ich eigentlich auch ziemlich gut aus. Also es läuft eigentlich ganz gut. Läuft gechillt. Aber ich sollte mal bald schleifen.
So. Und wie gesagt, ich brauche für die Alloy Armor, die jetzt ja nur noch bis zum 15.03. draußen ist, brauche ich noch 3 von diesen komischen Tickets. Nicht so der Hit. Oh, hey, yeah. Ich will einfach nur, dass er drauf geht. Sonst nichts. Gar nichts. Ich möchte nicht der weltbeste Monster Hunter werden. Ich will einfach nur, dass er drauf geht. Aber auf ihn einschlagen macht einfach Spaß. Ist einfach nice. Ist einfach super, super nice. Ist das. Oh, guck mal hier. Doch, wir sind eigentlich ganz gut gerade, also es läuft echt gut. Aber ich glaube, es liegt auch an dem Hunting Horn. Das Hunting Horn ist einfach gut. Also wenn du einen Begleiter hast, der das mitnimmt und dann benutzt und weiß, wie man damit umgehen muss. So, ich glaube, ich sollte mal... Ja, genau hier. Perfekt, perfekt. Verpiss dich doch mal, Mann. Junge, 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 Junge. Ich werde mich nie an den gewöhnen. Niemals. Der ist so grauenvoll, das kann man vergessen. Ich verstehe auch nicht, warum wir gerade... Also was Aloys Quest und Armor mit dem zu tun hat. Weil, für was? Also... Danke Kamera, dass ich überhaupt nicht sehe, wo ich hinlaufen muss. Ist immer das Geilste und das Beste in dem Spiel. Wenn man nicht sieht, was man eigentlich tut. Deswegen spiele ich das Spiel ja auch. Hui. Und ich finde es schade, dass in dem Spiel eigentlich nicht solche Monster drin sind wie White Fatherless oder... Oder halt der normale Fatherless oder sowas. Irgendwas Legendäres, richtig Cooles so. Sondern es gibt halt nur normale Standardmonster eigentlich, also so. Ja, es gibt zwar schon ein paar Elder Dragons. Wie gesagt, Teostra ist ja drin. Oder Kusha. Aber Fatalis war halt schon so irgendwas. Also in der Oldschool Monster Hunter Zeit war Fatalis immer so. Wow, okay, wir machen Fatalis Quest. Es ist so. Es war einfach was Abnormales, Unnormales. Gab es nur einmal. Und dann, oder als, vor allem, als der Quest halt neu rauskam, war das so voll was Neues und. Alle waren voll gehypt irgendwie wegen dem. Alle wollten sehen, wie der legendäre Drache, über den alle geredet haben, aussieht. So, jetzt probieren wir es mal hiermit. Wo sind die Scheißbomben? Ich hatte doch gerade noch welche dabei. Oder kann ich die einfach nur nicht platzieren? Nö, egal. Daneben nicht. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich Bomben mitgenommen habe, aber wie es aussieht, scheißt mein Inventar da drauf, dass ich Bomben mitnehme. Aber der Kerl mit seinen Waffen ist echt gut, Mann. Sorry, sorry, sorry. Schön, das war gut, war echt gut. Holy shit. Ja, nein, ich bin runtergefallen. Ist immer das, wenn man mit der Kamera nicht sieht, wo man eigentlich überhaupt ist. Oh nein, dieser Ripple-Effekt. Das ist so scheiße nervig, Mann. Komm,
Jebi. Okay, ich muss mal kurz gehen. Hallo? Kann ich bitte runter? Ja, danke. Weil ich muss ein... Okay, so kann man es natürlich auch machen. Ich wollte eigentlich gerade schleifen, um dir zu helfen, aber whatever. Jetzt darf ich den Kack wieder hochklettern, umsonst. Du. So. Nein. Mein Gott, ey, mein Gott. Cool, wenigstens eine Platte, Mann. Hat sich das Ganze wenigstens ein bisschen gelohnt. Naja, ich weiß noch früher, dass der Eternal Annihilator hat so viele Platten gebraucht. Damals waren Platten noch richtig hardcore zu finden. Die gab es nur aus dem Schwanz, den man abtrennen musste. Da musste man immer Rathalos mit den Lanzen headlocken und dann Schwanz abcutten und dann farmen. Und das halt dann irgendwie 10 Stunden am Tag, damit man überhaupt eine einzige Platte bekommen hat. You make me feel like home.